Nun, dann haben wir, denke ich, eine exzellente Verhandlungsposition beiderseitig und können über die Kompensation für unsere Leistung reden, nicht wahr? Was verlangt ihr? Nun, ihr habt bereits klargestellt, dass ihr nicht willens und ob der politischen Situation auch vermutlich nicht fähig seid, uns direkt im Kampf gegen die schwimmende Erdreiche zu helfen. Aber ihr seid sicherlich in der Lage, uns mit hilfreichen Ressourcen auszustatten. Ob wir nun von Geld reden oder von magischem Wissen, ist sicherlich Verhandlungssache. Ich habe gehört, dass ihr eine eigene Allianz aufbaut, den Bund der Wogen. In der Tat. Ja, genau. Nun, und ihr spracht bereits davon, dass ich euch die Hafengebühr erlassen mag? Dann sei dem so. Für all die Schiffe, die sich dem Bund der Wogen angehörig fühlen, soll die Hafengebühr erlassen sein. Der und das sind kommt. Viele tausend Dukaten, die ich mir da entgegen lasse. Selbstverständlich sind es auch gleichzeitig viele tausend Dukaten an Umsätzen, die in eurem Hafen getätigt werden. Außerdem, das ist so. Ihr spracht ja davon, dass ihr innerhalb der 12 Jahre um ein Vielfaches mehr Wissen anhäufen konntet, als Abelmir in dem halben Jahr, das er gedient hat. All dieses Wissen, wie auch immer man es gegen Palligan einsetzen kann, wäre uns natürlich sehr hilfreich und sehr wertvoll. Bereitstellung eurer Meisterformel wäre in den Gefechten eine sehr große Hilfe, nach allem, was man hört. Die Meisterformel? Die Meisterformel. Nun, ich glaube nicht, dass ihr sie meistern könnt. Ihr wisst ja, was man über Magier sagt. Ein jeder bleibt immer ein Adept. Ihr könnt es zumindest versuchen. Schwierig wird es auf alle Fälle. Das Wissen, was ich in den 12 Jahren recherchiert und gelernt habe, soll euch zur Verfügung stehen. Sehr wohl werdet ihr bei diesem Angriff auf die Wurzelkaiserin viel Wissen erlangen, was Morenes selbst verborgen blieb. Mich würde interessieren, wie kommt es, dass die Wurzelkaiserin offenbar hier vor Anker liegt, wo sie euch doch, wie es scheint, feindlich gesinnt ist? Neutraler Hafen. Neutraler Hafen. Bisher hat sie ihre Boshaftigkeit nicht offenbart, aber meine Recherchen und die euren zeigten exakt dies. Sie sind dem Bund von Palligan eingegangen und planen die Vernichtung der Stadt, die doch ihnen empfindlich schmerzhaft, nun ja, werden könnte. Als Schwester der Plagenbringer ist die Stadt aus der Tiefe wahrlich dazu in der Lage, ihr gefährlich zu werden. War dies der Grund, warum ihr uns so überstürzt verlassen musstet? Meine Recherchen verlangten Geschwindigkeit, ja. Nun, wir kennen die Wurzelkaiserin, wie euch vermutlich bekannt sein dürfte. Ich habe bereits mit dem Kapitän gesprochen und auch er berichtete davon, dass ihr vor kurzem bei Chalvins Thron auf ihn stießet. Er ist ein feister Krakonier. Guljugor weiß viel über Yuk'Zul, die Unterwasserstadt bei Bayat. Wenn ich mich nicht irre, Kapitän, seid ihr persönlich der Wurzelkaiserin auch bereits einmal von der Schippe gesprungen? Oh ja. Erinnert mich nicht daran. Worauf ich hinaus möchte, Prinz, ist, dass der Kapitän hier und seine Mannschaft über ein gewisses Maß an Erfahrung mit dieser speziellen Entität verfügen. Oh, war das die, wo ich ins Maul hineingeschwommen bin? Deswegen biete ich euch nicht nur die Vernichtung der Wurzelkaiserin, um mir zu helfen und den Zugang zum Hafen zu offenbaren, sondern ich biete euch noch etwas viel Besseres. Rache. Ihr könnt sie vernichten, auf ihrem eigenen Schiff, ohne dass sie diesen Schlag kommen sehen. Und ohne, dass es die Neutralität dieses Hafens verletzt. Rache ist ein schlechter Ratgeber. Aber ein starker Motivator. Mit Rache kann man nicht bezahlen. Nun haben wir dieses Bündnis also. Er hat uns beim letzten Mal vernichtet geschlagen. Das letzte Mal war ich aber auch nicht dabei. Naja, halten wir also fest, wir verpflichten uns dazu, die Dämonenarche Wurzelkaiserin für euch zu vernichten
in der Anwendung eines Planes, der jetzt noch offenbart werden muss. Im Gegenzug dafür erhalten wir die Erlassung der Hafengebühren für alle Angehörigen des Bundes der Wogen, so sie entsprechend verzeichnet oder ausgewiesen sind. Ebenso die Bereitstellung eurer Masterformel der sieben magischen Winde für die drei hier Anwesenden. Und euer Wissen über Archen. Wie gesagt, ihr werdet auf dieser Reise viel erfahren. Keine Sorge. Nun, dann klingt das nach einem guten Geschäft, nicht wahr? Nun, könnt ihr uns vielleicht euren Plan erläutern, wie wir diese Arche vernichten sollen? Ja, okay. Das ist der spannende Part. Seine Lippen kräuseln sich widerwärtig zu so etwas wie einem Grinsen. Ihr müsst direkt in die Niederhöllen eintauchen. Interessanter Vorschlag. Und wie kommen wir dort wieder heraus? Auf dem gleichen Wege, auf dem ihr sie betretet. Ist das so ein Casual-Tarif-Ding? Schlagt die wirklich das vor, was ich glaube, was sie vorschlagt? Wir sollen die Niederhöhlen als Sprungpunkt benutzen, um in das Archenherz vorzudringen? Deswegen frage ich euch und keine Krakonia. Verständlicherweise. Arachnor schiebt über den gewaltigen Tisch eine einzelne Karte rüber. Es ist eine unterschriebene Sammelkarte von Boltax. Und er grinst euch höhnisch an. Ja, das ist meine Karte. Die könnt ihr behalten. Jetzt, wo wir ein Geschäft haben, nicht wahr? Nun, das Eindringen in die Niederhöhle sollte keine allzu große Schwierigkeit darstellen. Aber wie gedenkt ihr, dass wir, wenn wir einmal dort sind und unseren Absprungpunkt wiedergefunden haben, einen Sphärentunnel zurück in die dritte Sphäre aufbauen können? Es sei denn natürlich, ihr hättet einen Beschwörer, der bereits auf der Arche ist und in der Lage wäre, uns herauszubeschwören. Kein Beschwörer. Etwas Besseres. Die Mutter der Käfer. Führt aus? Die Mutter der Käfer ist eine Hexe, die an Bord der Stadt aus der Tiefe weilt. Eine kahlköpfige Frau, die im Rumpf sitzt. Sie lässt sich von den Käfern füttern. Sie halten sie am Leben, kriechen unter die Haut und darunter. Sie wird euch führen. In die Niederhöllen. Ins Schiff und zurück. Wir also auf eine Hexe verlassen, als einzige Möglichkeit aus den Niederhöllen rauszukommen? Och, das wäre nicht das erste Mal, dass wir uns auf Hexen verlassen. Hört sich das nur für mich hier gerade wahnsinnig an? Ich sehe vor allem nicht, wieso der Weg auf die Wurzelkaiserin ausgerechnet durch die Niederhöllen führen sollte. Reist man nicht allgemein eher durch den Limbus, was unerfreulich genug ist? Ihr könnt vermuten, dass die Wurzelkaiserin gegen Eindringen aus dem Limbus versiegelt ist. Die Archen als Dämonoide, als dämonische Wesen, haben einen Wurzelkern in die Niederhöllen geschlagen, aus der sie gespeist werden. So funktioniert ihre Aufrechterhaltung also. Ich wusste es, irgendetwas ging ihr nicht mit rechten Dingen zu. Und deswegen war meine Behauptung, dass die These von Morenes sehr plump war, richtig. Man hätte euch dafür niemals den Magistertitel verleihen sollen. Ich verstehe. Und entlang dieses Stranges kann man sich dann auch zwischen den Sphärentunneln hindurch wieder in die dritte angeln. Ohne eine ausgezeichnete Karte zu brauchen. Es ist quasi wie ein Seil. Es gibt dort unten keine Karte. Deswegen ja. Mir raten schon die ganze Zeit die Gedanken mit der Vorstellung, es sei euch irgendwie möglich gewesen, auch nur einen winzigen Teil der siebten Sphäre auszukartografieren. Nun, es gäbe eine Karte. Aber ob man auf die vertrauen möchte, ist halt die andere Sache. Nun, nichts davon. Selbstverständlich tun wir das. Ach, ich bin der Vorkapitän. Wir sollen also durch die Domäne der tiefen Tochter gehen. Abelmir, wäre das der Moment, eure Beobachtung zu erwähnen? Nun, dies wäre ein passender Zeitpunkt. Nach meinen letzten Beobachtungen ist die Domäne der Tiefentochter von Dämonen verwaist. Ich weiß nicht, wohin sie verschwunden sind
ob dieser Zustand noch andauert, aber zum damaligen Zeitpunkt war es so. Dies würde uns natürlich zugute kommen. Ich halte dies immer noch für eine verfehlte Beobachtung, aber wir werden sie in Bellisona rekonstruieren können, wenn wir dort sind und diese Frage ein für alle Mal beantworten. Nichtsdestotrotz würde mich interessieren, ob der Meister der Winde hierzu eine Meinung hat. Nun, diese Beobachtung kann ich teilen. Dort unten ist etwas passiert. Ich bereise die Niederhöhlen zwar nicht, aber zahlreiche Beschwörer, mit denen ich in Kontakt stehe, haben selbiges ebenso bejaht. Die Niederhöhlen haben sich geleert. Zumindest diejenigen der Säuferin. Habt ihr eine Theorie dazu? Ein unheiliger Krieg. Ein Krieg der Niederhöhlen gegeneinander. Sie kämpft gegen etwas. Und ich glaube, wir wissen, gegen wen sie kämpft. Gegen was auch immer Paligan aus dem Nährschlund holen will. In jedem Falle geholt hat. Kommt uns das zugegen. Denn dieser Ritt wird kein einfacher sein. Und nun ja, wenn die Niederhöhlen zumindest verwaist sind oder leerer als normal, dann macht das schon eine ganze Menge aus und unsere Aufgabe zumindest ein bisschen leichter. Nun, ich möchte unseren Sulamin mit der Rafim nicht so etwas vorschlagen. Sie müssen es freiwillig tun. Haben wir dann irgendeine Möglichkeit, mit einem Segen der Götter dort durchzugehen, dass uns irgendwas schützt? Ich vermute, jegliche Art von Krafteinsatz, nennen wir so, von der Seite unserer Mordgewalten, wird mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen, als er von uns vornhält. Eine Frage. Wenn wir dort unten einen Dämon zurückschicken, wo kommt er dann hin? Nirgendwo. Allerdings lässt sich sicherlich über eine Umkehr der Beschwörungsthesis den Dämon aus der siebten Sphäre in die dritte schicken, unter der Annahme, dass wir vorher einen Ankerpunkt vorbereitet haben. Wir sollten probieren, keinen Dämon zu begegnen. Selbstverständlich, aber Kapitän, ihr müsst mir auf jeden Fall helfen. Wir müssen einen Beschwörungskreis anlegen. Wieder eine Beschwörung. Nein, ihr solltet es eher als Entschwörung ansehen. Geht davon aus, dass solltet ihr diese Reise überleben, euch der Titel eines Erzmagiers sicher ist. Wenn wir überleben. Ich bin schon ein Erzgeode. Das ist jetzt nicht so besonders. Ich wollte immer schon mal Magier werden. Oh, glaubt mir, Rafim. Ihr werdet Erzmagier ehrenhalber. Ja, das will ich dann aber auch hoffen. Ich dann ein Erzgeode? Man hörte von euch, Rafim, dass ihr die Niederhöllen bereits bereist habt. Ihr seid überraschend gut informiert. Der Wind spricht mit mir. Ich mache mir auch weniger Sorgen um meine Person als um meine Kameraden. Ich befürchte, manche von ihnen werden es nicht so gut verkraften. Nun, meine Göttin ist in die Niederhöllen hinabgestiegen und zurückgekehrt. Ich bin sicher, sie wird ihre Hand über mich halten. Ja. Ich verstehe schon, dass es eine mutige, wahnsinnige Entscheidung wäre. Aber wirklich hilft einer, der Eich zu zerstören. Denkt nur an das, was wir dort unten erkennen können. Denkt an all das Wissen. Denkt an den Ruhm und die Erde, was das angeht. Genau solche Aussagen. Geht davon aus, dass der Prinz von Meridiana euch sehr verbunden wäre. Nein, wir haben ja sowieso schon einen Handel. Von daher, jetzt ist es zu spät, noch kalte Füße zu bekommen. Ja, Diamantis, denkt einfach daran, dass ich euch hier mitschleifen will, ob ihr Bock habt oder nicht. Denkt, wie Baltak sagen würde, an die Armbrust. Richtig, das ist eine gute Idee. Wolltet ihr tun? Ich verdrehe noch nicht die Augen.
Nun gut, so ist es beschlossen. Wir haben keine Wahl. Wenn wir eine Arche vernichten wollen, müssen wir wohl durch die Niederhöhlen gehen. Bis wann gedenkt Eure Hoheit, diese Unternehmung anzustreben? Ich werde euch die Mutter der Käfer schicken lassen. In diesem Fall, wenn Eure Hoheit uns entschuldigen möchte, es gibt viel vorzubereiten. Er verschränkt seine Arme vor seiner Brust, dreht sich einmal, um von dieser großen Zikkurat zu blicken auf seine Stadt aus der Tiefe, den Hafen, das Meer, den Sturm von Maraskan. Im Limbus können wir zaubern, können wir das auch in den Niederhöllen? Wir werden es herausfinden. Niemand ist bis jetzt in die Niederhöllen gewandert und ist zurückgekehrt, nicht einmal Fran Horas. Fran Horas ist doch nicht freiwillig in die Niederhöllen eingefahren. Nun ja, niemand Fran Horas hatte auch keinen Plan, um wieder herauszukommen. Oh, vielleicht treffen wir ihn. Was ist mit dieser Mutter der Käfer? Hat sie das zuvor schon einmal getan? Sie hat. Umso besser. Seht ihr, Kapitän, ihr wisst also, die Methodik funktioniert. Nun ja, sie hat die in die Niederlande geschickt. Nicht, dass sie zurückgekommen sind, nicht wahr? Die Mutter der Käfer ist sicherlich auch wieder zurückgekehrt. Sonst wäre sie wohl nicht hier. Ihr solltet nicht so vertrauenswürdig sein. Ich bin ja auch hier. Seht es so, Kapitän. Wäre dies eine Falle, um uns alle in die Niederhöllen zu locken? Ja. Ich halte es nicht für eine Falle. Ich halte es nur für einen wagemutigen Plan. Aber wir haben keine Wahl. Was ist mit unseren ganzen Feinden, die wir zurückgeschickt haben? Die Miona und Xeran und sind die auch alle in den Niederhöllen gelandet? Ob wir sie dort wohl wieder treffen? Ich versichere euch, dass ihr diese in anderen Domänen wiederfinden werdet. In der allgemeinen Lehrmeinung nach, ja. Nun ja, wir wollen diese Niederhöhlen so schnell wie möglich durchqueren und uns nicht auf einer Suchexpedition begeben, nicht wahr? Nein, aber es hätte ja sein können, dass aus unserem Racheplan ein Racheplan von einem ihr versteht, dass die sich an uns rächen wollen, sobald wir in die Niederhöhlen kommen. Oder wir werden Papier brauchen. Nein, Steintafeln. Wir werden Steintafeln brauchen. Und, was schreibt man denn? Wachstafeln. Wir brauchen Wachstafeln und in die können wir einblitzen. Ja, hervorragend. Gute Idee. Ich muss sofort auf den Markt. Oje. Und die Kreide, ist die wasserfest? Vielleicht sollte ich neue machen, aber so viel Zeit habe ich nicht. Wir nehmen vielleicht am besten doch Poparwasser mit, nur unter den Umständen, dass wir aus der Arche nicht vernünftig herauskommen. Das auf unserem Schiff besprechen. Ja, auf jeden Fall. Ihr habt recht, Kapitän. Verzeiht. Wir sollten uns gut vorbereiten. Ja, Arachnov und Scharina hat euch mittlerweile auch schon den Rücken zugedreht. Ihr könnt aber noch einen Nicken erkennen, dass er euch entlässt. Und so könnt ihr die Treppe der Zikkurat wieder nach unten steigen. Denkt einmal nur darüber nach. Wie viele Dämonen wir sehen könnten, die noch nie jemand beschrieben hat? Wirken sich Materialien, die direkt aus der Niederhölle kommen, nicht mit drittsphärischem Material verbunden sind, aus, wenn wir sie zurückbringen? Können wir sie zurückbringen? Terpentilio! Müssen wir sie binden? Terpentilio! Zulamin! Zulamin tuckt sehr dicht vor ihm hin und es sieht ihm in die Augen. Mäßigt euch. Ich weiß, ihr seid fasziniert. Aber ihr macht Fehler, wenn ihr euch zu sehr in diese Sache hineinsteigert. Ja doch, natürlich, ihr habt recht. Wir sind schließlich ausgebuffte Profis, mit allen Wassern gewaschen. Danke. Und sie gibt ihm einen Kuss auf die Wange. Was würde ich nur ohne euch tun? Nun, ihr werdet vermutlich nicht hier. Naja, ihr würdet vermutlich jetzt gerade weiter brüllen. Nun, vor allem war dann auch diese Sache in Fasar nicht so wichtig. Punkt ist jedenfalls, wir sollten uns sorgfältig vorbereiten, Kapitän. Ich nehme am Rangweg gehen und auf dem Weg zum Schiff. Ja, ihr seid wieder auf dem Weg. Ich überlege gerade, wie man sich auf die Niederhöhlen vorbereiten könnte. Wie wäre es mit diesem Gift, was Dämonen tötet? Tatsächlich könnte Zazamotoxin hinreichend praktisch sein. Habt ihr eine Quelle? Der Markt hier. Ohne einen Dämon zu schwören. Wir sind aus der Stadt, aus der Tiefe, Kapitän. Hier kann man alles kaufen. Nun, wenn der Preis angemessen ist, wieso nicht? Wie es der Zufall so will, haben wir bereits eine Dosis des Zazamotoxins auf dem Schiff. Was das angeht, ich sollte mich wirklich bald darum kümmern, sie hält sich nicht lange. Jalan redete immer von Bandstaub.
dass dieser gegen Aachen gut geeignet wäre? Ich nehme nicht an, dass man so etwas hier bekommen kann. Ich glaube nicht, dass Bandstopp in der Niederhalle wirkt, aber... Ihr solltet bemerken, dass unser Weg des Eintritts, sowohl des Austritts, sowohl des Wiedereintritts, sowohl des Wiederaustritts auf vollkommen magische Weise geschieht. Bandstopp könnte diese Matrix empfindlich schädigen und uns am Ende sonst wo rausbringen. Ihr solltet nicht mal in der Nähe von diesem Zeug sein. Aber ich empfehle Kapitän, dass wir... Janet Zitiana hat ein wenig Purpurwasser im Labor stehen gehabt. Wir sollten uns damit hinreichend ausstatten, für den Fall der Fälle, dass wir auf profanem Wege die Wurzelkaserne verlassen müssen. Ebenso sollten wir drei Sorge tragen, dass wir hinreichend mit der Wirkung des Guardianen ausgestattet sind. Sich wird dies unsere einzige Verteidigung gegen etwaige dämonische Begegnungen der siebzwärtischen Art sein. Ein finsteres Flüstern in Abelmirs Hinterkopf rät dazu, dass man doch keine Setianer befragen könnte. Ja, die Knorche, meine innere Stimme an. Wir könnten selbstverständlich auch Textquellen befragen, die uns vielleicht mehr über das Wesen, ihr wisst schon, wissen es wäre, sagen könnten. Ich muss gestehen, die ausführlichste Quelle wäre vermutlich der Codex Daemonis, den wir aber nicht hier haben. Das Arcanum schweigt sich größtenteils aus und umreißt alles nicht viel kompetenter als die Annalen des Götteralters. Das Daimonikon wäre selbstverständlich vermutlich hinreichend, aber gerade die Teile der Beschreibung sind oft sehr wirr und treiben manche in den Wahnsinn. Und wir haben keins, was das angeht. Wie wollt ihr etwas lesen, was ihr nicht besitzt? Nun, ich denke nur laut vor mich hin. Des Weiteren, nun, wir könnten in den Tempel gehen, auch wenn ihre Darstellung der Tatsachen vermutlich leicht verdreht sein dürfte. Wir könnten auch dieses verdammte Individuum Kanetiziana fragen, obwohl mir alles... Auch Kapitän, ich habe den Mann total vergessen. Oh, vielleicht gibt es auch ein interessantes Buch dazu, ich weiß nicht. Galottas Höllenfahrt oder so. Ich wollte ihm Frühstück bringen. Oh, dies muss ich auf jeden Fall noch nachholen. Direkt heute zum Abendessen. Ich werde den Mann befragen, wenn ihr... Wir werden ihn gemeinsam befragen. Selbstverständlich doch, Kapitän. Ich dachte nur, es wäre vielleicht eurem Gemüt besser geeignet. Nun, was das angeht, dann... Es könnte sich vielleicht lohnen, uns mit Opfergaben auszustatten. Bestechungsgeld, wenn ihr so wollt. Nehmt mit, was ihr braucht. Selbstverständlich doch. Nun, dies sind die Dinge, die mir spontan einfallen. Ja, unsere Anwesenheit zu verschleiern kann nur von Vorteil sein, denke ich. Hier zu tun, wenig Zeit. Zuerst das Toxin. Ja. Ich möchte es nur der Vollständigkeit halber erwähnen. Einen Tsatsamut und Akaya mitzunehmen, könnte ein potenter Leibwächter sein. Die beschwören keine Dämonen. Nun gut, ich meine ja nur. Dann also Fisch ans Werk, möchte ich meinen. Bringt doch vielleicht noch ein bisschen Astraltränke mit. Ja, wenn ich die Zeit habe. Kann ich einen von euch aufbürden, sich im Tempel um Donaria zu besorgen? Ihr wisst schon, Krakensilber, Muschelschalen, Seetang, Stränge, die gewoben sind zu... Ihr wisst, was ich meine. Es klingt nach etwas für Abelmir. Ich würde das ungerne tun. Ich betrete diesen Tempel auf keinen Fall. Also, ich kann die Sachen nicht auseinanderhalten. Zulamin? Guck dich leicht verzweifelt an. Na schön. Ich möchte euch nicht unbedingt alleine ins Schloss schicken müssen, aber mir sind die... Der Zahn der Zeit nagt an meinem Tag. Wortwörtlich. Nun dann, wir haben ja schon erste Kontakte dort geknüpft. Serpentilio, sprachen schon das eine Mal über so ein Gewandheitselixier. Gibt es den auch für verschiedene Eigenschaften? Ihr meint, ob es euch stärker statt schneller machen kann? Wenn ihr das meint, ja. Wenn ihr nach etwas sucht, das eure Manneskraft anwachsen lasst, auch ja, aber es wird euch nicht gefallen. Nun, dass es eins gibt, das einen stärker macht, wusste ich, aber gibt es auch eins, das den Geist stärkt? Selbstverständlich. Im Allgemeinen nennt es sich Schnaps. Nun, Schnaps ist ein Geist. Kleiner Alchemistenscherz.
Jedenfalls ja, aber. Aber? Oh, ihr wolltet eine Antwort. Nun, die Herstellung beruht auf der Anwendung eines Zaubers, den ich nicht besitze. Ich hatte bislang noch nie wirklich die Verwendung dafür, da ich meinen Geist immer als stark genug eingeschätzt habe. Nun, einfach an die Armbrust denken, Diamantis. Ja, ja, natürlich. Sagt, ihr könnt nicht zufällig den Zauber des Psychostabilis, Kapitän Ottmagus? Nein, das nun wäre wahrscheinlich etwas, das eher, nun ja, unsere anderen Ottmager können. Ich bin zwar ein Besitz dieser Tiers, aber ich beherrsche diesen Spruch nicht ausreichend, um ihn auf andere zu wirken. Nun, genehmigerweise müsst ihr ihn nicht auf andere wirken, sondern nur die These selbst im Gebrauch fixieren können. Traut ihr euch dies zu? Ich bin nicht sicher, ob wir dafür Zeit haben jetzt. Nun, ich stelle es hinten an. Voltax, ich werde einige eurer Bartare brauchen. Was? Nun, Zwerge sind besonders geistesstark, nicht wahr? Das ist richtig, aber... Dann versteht ihr wohl den Zusammenhang. Ich habe aber etwas anderes, was ich euch sicher geben kann. Nichts von meinem Bart. Ja, da finde ich schon was. Nimm auch deine Sackhaare. Das wollte ich auch nicht sagen. Du bekommst von Boltax dann ein paar Zehennägel, denn die machen sich ja besonders gut im Essen, wie wir alle wissen. Hosti, wie verhalten sich Zehennägel von Zwergen als Substitution zu Barthaaren von Zwergen? Ein schlechtes Substitut, also nochmal plus 3. Der Gedanke ist, dass Boltax seine Haare nicht hergeben will. Richtig. Aber Zehennägel funktionieren genauso. Du weißt, dass Zehennägel genauso funktionieren. Echt? Ja. Oder weiß Boltax das nicht? Das weiß Boltax, glaube ich, nicht. Also, wobei Boltax hat Klugheit 17. Ja, Boltax hat auf alle Fälle Probleme mit Haaren, weil er das von Druiden kennt. Ja. Deswegen. Stellen wir hinten an. Kann man den mal drüber diskutieren. Sind was du von Boltax nicht kennst. Du kannst dir direkt in das Zeug reinrühren, wenn du möchtest. Okay. Ja, gut, okay. Gut. Gibt den Schwarzmagier, den du seit 2 Wochen kennst. Lass mich schauen. Dieser schlechte Ruf der Schwarzmagie, der hier immer kolportiert. Moment, wobei, dann würde ich sogar Blut geben. Aber Blut hilft mir nicht. Und zwar, wir weben eher, aber nicht in diesem Zweck. Wir weben nämlich ein Netz. Das ist dieses druidisches Denken, ne? Da bist du zurückgeblieben. Wir weben ein Netz aus 7x7 Haaren, flechten da den Tonnes drin ein und da sieben wir die Sake, die wir vorher angerührt haben, mit. Danach kannst du das Zeug gerne wieder zurückhaben. Okay. Na gut, von mir aus. Machen wir so. Denke dabei die ganze Zeit an den Bart. Okay, rechne ich bis zur nächsten Sitzung durch, ja, Frosty? Alles klar. Ja, ihr könnt natürlich hier eure Drachentöter betreten, aber mit einem sehr mulmigen Gefühl, gerade wenn ihr dann unter euch den widerlichen Herzschlag hört, der wohl mittlerweile lauter an euch herandringt, der Herzschlag der Arche statt aus der Tiefe. Eine Steuerfrau oder so etwas habt ihr bisher noch nicht gesehen, andere Organe habt ihr nicht gesehen, aber dieser Herzschlag ist dumpf und laut. Vielleicht auch nur für euch lauter zu hören, aber die Niederhörner rufen nach euch. Und dann steht ihr wieder in eurer Kapitänskajüte. Aber mir hat kurz das Gefühl, als würde es selbst hier von Archenkäfer wimmeln und wuchern, aber du blinzelst einmal und dann ist die Kajüte so, wie du sie vorgefunden hast. Bin ich jetzt allein oder bin ich anderweitig jetzt? Nee, ihr könnt da jetzt Absprachen treffen oder Kanisitianer holen oder was auch immer ihr machen mögt. Und ich schlage vor, zuallererst sollten wir mit unserem vorgegangenen Borgmagus sprechen. Ich bin mir sicher, er hat interessante Dinge zu erzählen. Nun ja, man sollte seinen Reden aber nun ja kritisch gegenüberstehen. Ich, ja, wenn ihr mir nur die Gelegenheit geben möchtet, aus dieser Magierrobe herauszukommen, die ist ja schrecklich.